Was leer ist, wird randvoll. Was dünn ist, hext sie dick. Was schlampig schick. Was blöd ist, das wird toll. Ene, Mene, 1, 2, 3. Ja, das ist Hexerei. Ene, Mene, 1, 2, 3. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Baby Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen. Denn sie ist euer bester Freund. Baby Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hexst, wie du lachst, wie du tanzt. Heute ist er also endlich da. Der Projekttag. Unsere Schule soll schöner werden. Juhu, jede Klasse hat ihr eigenes Projekt. Unsere wird einen Schulgarten anlegen. Marita und ich... Also etwas Geduld, Bibi. Morgen feiern wir dann das Schulfest, auf dem eure Eltern die Verschönerung bestaunen können. Also gebt euch Mühe. Machen wir doch immer. Frau Kolumna wird sogar eine Reportage für die Neustädter Zeitung machen. Oh, das ist ja sensationell. Und oh, den Herrn Bürgermeister werde ich ebenso zu unserem Fest einladen. Hat er das denn verdient? Oh, sei bitte nicht so frech, Bibi Blocksberg. Kommen wir zur Organisation. Es müssen 3 Hochbeete gebaut werden. Ein Blumenbeet, ein Gemüsebeet und ein Beet mit Kräutern. Was ist denn nun schon wieder? Marita und ich würden gerne das Kräuterbeet bepflanzen. Ach ja? Mhm. Naja, also, wenn alle dafür sind. Marita! Na gut, dann müssen wir jetzt noch die anderen Aufgaben verteilen. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, in Bibis Schule ist also Projekttag. Und jede Klasse macht etwas zur Verschönerung der Schule. Bibi und Marita sowie ihre Klassenkameraden freuen sich schon sehr darauf. Ihre Lehrerin, Frau Müller-Riebenseel, hat daher keine Probleme, die einzelnen Aufgaben zu verteilen. Die Gruppe um Florian baut also die Hochbeete auf und befüllt sie mit Erde. Die anderen Gruppen kümmern sich um die Bepflanzung der einzelnen Beete. So, dann gehe ich jetzt von Tisch zu Tisch. Jeder bekommt etwas von der kleinen Spende des Herrn Bürgermeisters für den Kauf der Pflanzen. Los, Marita, machen wir erstmal eine Liste von allen Kräutern, die in unser Beet sollen. Ja, ist gut. Also dann, Kamille, Salbei, Zitronenkraut, Melisse. Ja, nicht so schnell. Kamille. Bibi, Marita, hier ist euer Anteil. Davon könnt ihr auf dem Markt Kräutertöpfe kaufen. Danke. Dürfen wir auch Pflänzchen aus anderen Beeten nehmen? Oh, das ist eine sehr gute Idee, Bibi. Meine Mami hat ein großes Kräuterbeet. Aber bitte pflanze unter keinen Umständen irgend so ein Hexenkraut in unseren Schulgarten. Natürlich nicht, Frau Müller-Riebenseel. Bibi und Marita wollen nun erst einmal zum Markt auf dem Rathausplatz. Schon steigen die beiden Freundinnen auf Kartoffelbrei und starten mit Bibis Hexenbesen vom Schulhof. Ene, mene, Mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Hui, diese Fliegerei ist immer wieder toll, Bibi. Halt dich aber gut fest. Na klar. Auf dem Rathausplatz gibt es viele bunte Stände mit den unterschiedlichsten Angeboten. Obst und Gemüse, frisch gepresste Säfte, Backwaren und natürlich Blumen und Kräuter. Oh, im Rathaus beim Herrn Bürgermeister steht ja das Fenster auf. Bibi und Marita sind noch nicht angekommen, dann kann ich ja kurz mal reinhören. Pichler! Ja, Bürgermeisterchef? Was ist das hier? Ich verstehe nicht. Was bitte? Und wo? Na hier, auf meiner Schulter. Da ist nichts, Bürgermeisterchef. Blödsinn. Setzen Sie Ihre Brille auf, Pichler. Aber ich habe doch gar keine. Dann besorgen Sie sich eine. Oh, jetzt sehe ich. Da ist im Moment...
Da ist ein Haar von Ihnen, Bürgermeisterchef. Hier bitte. Das ist eine Katastrophe. Aber wieso denn? Weil das der Anfang vom Ende meines Haarkranzes ist, Pichler. Ach so. Ich darf auf keinen Fall noch mehr Haare verlieren. Wo soll das enden? Nun, das endet im Allgemeinen mit einer... Nicht aussprechen! Das ist ein ganz böses Wort. Ja, natürlich, Bürgermeisterchef. Sie besorgen mir etwas gegen Haarausfall. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Zinnkraut ist gut, Pichler. Daraus kann man eine Tinktur machen, habe ich gehört. Zinnkraut? Jawohl, Bürgermeisterchef. Ich eile schon hinunter zum Markt. Und Pichler? Ja, Bürgermeisterchef? Kein Wort zu niemandem. Diese Sache ist streng vertraulich. Verstanden? Verstanden. Ich erzähle niemandem von Ihrer beginnenden Glatze. Oh. Herr Pichler eilt bereits die Rathaustreppe hinunter. Er will sicher zum Kräuterstand auf dem Markt. Genau dort sind Bibi und Marita inzwischen angekommen. Sie lesen in der Kräuterliste, die sie sich in der Schule gemacht haben. Die Marktfrau wartet freundlich lächelnd auf ihre Bestellung. Sie trägt eine grüne Schürze und hat einen Strohhut auf. Kamille? Hat Mami. Salbei? Ja, brauchen wir. Und Zitronenkraut. Der Salbei ist hier und das Zitronenkraut steht gleich da vorne. Hallöchen! Hallo, Frau Kolumna! Ach, Kinderchen, hab ich ein Glück, dass ich euch hier treffe. Die Kräuter sind doch bestimmt für den neuen Schulgarten. Stimmt? Oder hab ich recht? Beides, Frau Kolumna. Ach, dachte ich's mir doch. Nehmt doch bitte mal ein Töpfchen in jede Hand. Für meine Reportage. Oh, komme ich auch in die Zeitung? Moment, auf die Seite 1. Und jetzt sagen alle mal Tschüss. Tschüss. Ach, sensationell. So macht man Lachgesichter. Ah, ich muss weiter, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen zum Schulfest. Toll, dass Sie auch kommen, Frau Kolumna. Anna, hör mal, Bibilein. So etwas lasse ich mir doch nicht entgehen. Tschüsschen. Wiedersehen. Eine echte rasende Reporterin. Kaum da, schon wieder weg. Ja, typisch, Frau Kolumna. Also, wir nehmen dann das Zitronenkraut und den Salbei. Sehr gerne. Sehen, ob wir uns vielleicht noch ein Töpfchen leisten können. Wenn die Kräuter für euren Schulgarten sind, schenke ich euch noch ein Töpfchen dazu. Oh, danke schön. Guten Tag allerseits. Guten Tag, Herr Pichler. Habe ich gerade Schulgarten gehört? Kauft ihr dafür Kräuter ein? Ja, genau. Wie wär's, wenn wir noch Zinnkraut nehmen, Bibi? Das habe ich heute leider nicht mehr da. Erst nächste Woche wieder. Oh. Das macht gar nichts. Zinnkraut gibt es bei Tante Manja im Garten, Marita. Da fliegen wir nachher hin. Oh ja. Und das pflanzt ihr dann in euren neuen Schulgarten? Auf alle Fälle. Ach, wie schön. Heute noch? Ja klar. Morgen ist ja schon das Schulfest. Da muss unser Kräuterbeet fertig sein. Dann gebe ich euch noch Boxhornklee dazu. Vielen Dank. Und diesen biologischen Dünger. Er heißt Kräuterwunder. Der ist klasse. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ach wo. Und was darf jetzt für Sie sein, der Herr? Ach, eigentlich nichts. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Auch recht. Wiedersehen, Herr Pichler. Wiedersehen und viel Erfolg mit eurem Garten. Danke. Während Bibi und Marita auf Kartoffelbrei steigen, geht Herr Pichler ins Rathaus zurück. Seltsam. Er sollte doch dieses Kraut für den Herrn Bürgermeister besorgen. Na, wie auch immer, Marita hält sich an Bibi fest und schon startet Kartoffelbrei wieder hoch in die Lüfte. Dann lenkt Bibi ihren Hexenbesen zum Wald nahe den Finsterbergen, wo das Haus ihrer Lehrerin Manja auf einer entlegenen Lichtung steht. Jetzt fliegen wir aber schon ganz schön lange. Deine Tante wohnt ja echt einsam. Tante Manja ist nicht meine Tante. Wir Junghexen nennen sie nur so. Sie ist unsere Lehrerin. Ach so, verstehe. Und den Hexunterricht habt ihr wirklich bei ihrem Haus, ja? Genau. Es ist ein uraltes Hexenhaus im Wald. Fast wie im Märchen. Ich bin echt gespannt, deine Hexenlehrerin kennenzulernen. Ist sie genauso wie Ribi? Nein, ganz anders. Aber es ist vielleicht besser, wenn ich alleine mit Tante Manja rede. Wieso?
Mag sie keine Nicht-Hexen? Doch, eigentlich schon. Aber sie schätzt ihre Einsamkeit sehr. Verstehe schon. Kein Problem, Bibi. Ich verstecke mich so lange hinter einem Baum. Ich denke, da hat Bibi recht. Manja lebt ja nicht ohne Grund so zurückgezogen. Sie möchte sicher keinen Hexenhaustourismus. Also versteckt sich Marita nach der Landung hinter einer hohen Tanne in der Nähe. Erst dann klopft Bibi an die Tür des Hexenhauses. Hallo, Tante Manja! Ich bin es, Bibi! Bibi? Aber was? Moment! Ja, was machst du hier? Heute ist doch gar kein Hexunterricht. Ich weiß. Bitte entschuldige die Störung, Tante Manja. Ich wollte nur was fragen. Na, dann schieß los. Ich bin gerade am Hextrank brauen. Der kocht schnell über. Wir brauchen noch Kräuter für unseren Schulgarten in Neustadt. Darf ich mir ein paar Pflänzchen aus deinem Kräutergarten nehmen? Na, wenn's weiter nichts ist, gerne. Meine Beete sind sowieso schon ganz zugewachsen. Ah, danke. Das ist nett. Bis bald. Bis bald. Ach, Bibi. Ja? Gib Acht, dass du kein Hexkraut mitnimmst. Ich habe sie nämlich nicht getrennt gepflanzt. Weiß ich doch. Ich gucke ganz genau hin. Na, das hoffe ich. Alles geregelt, Marita. Darf ich rauskommen? Ja. Das Beet ist gleich hier. Du meine Güte. Das ist ja ein wuchernder Kräutergarten. Tja, Tante Manja nimmt es nicht so genau mit dem Hegen und Pflegen. Wahnsinn. Welches ist denn das Zinnkraut? Warte mal. Ich glaube, dieses Riesenbüschel hier. Ja, genau. Bibi, sollen wir es mit unseren Händen ausbuddeln? Nein. Ene mene Sonntagsbraten, schnell zur Hand ein Minispaten. Hex, hex. Super, danke. Pass auf, dass du kein Hexkraut mitnimmst. Warum eigentlich nicht? Das sind ganz besondere Kräuter. Man nimmt sie für Tränke, Elixiere oder zum Hexen. Zum Hexen? Ja. Ein Hexkraut hat von sich aus keine hexische Wirkung. Man braucht es aber für bestimmte Hexereien. Aha. Und wie funktioniert das denn genau? Der Hexspruch klappt dann nur, wenn du so ein Kraut hast. Es wirkt wie ein Hexkraftverstärker. Verstehe. Aber dann ist es doch egal, wenn eines im Schulgarten landet. Außer dir kann ja keiner was damit anfangen. Da hast du eigentlich recht. Aber Tante Manja ist immer etwas übervorsichtig. Schätze mal, das haben alle Lehrerinnen so an sich. Ribi will ja auch nicht, dass ein Hexkraut dabei ist. Am Ende haben Bibi und Marita viele schöne Kräuter ausgegraben. Zinnkraut nehmen sie mit. Und Kamille, dann Boretsch und Johanniskraut und noch ein paar andere. Voll bepackt fliegen sie davon. Es geht zu Bibi nach Hause. Dort wollen sie ja noch im Kräuterbeet von Bibis Mutter stöbern. Bibi landet direkt im Garten. Sie sieht im Haus nach, doch es ist niemand da. Mami muss aufgeflogen sein. Gut, dann muss ich mich nicht schon wieder hinter einem Baum verstecken. Haha. Dürfen wir denn Pflänzchen aus dem Kräutergarten deiner Mutter nehmen, ohne sie zu fragen? Klar. Holla, das ist aber mal ein gepflegtes Beet. Ganz anders als bei deiner Hexenlehrerin Manja. Tja, Mami legt eben größten Wert auf Ordnung. Im Garten und leider auch in meinem Zimmer. Genau wie meine Mutter. Fangen wir an. Da ist Lebstöckel. Das kenne ich. Davon kannst du ruhig was ausgraben. Ist ja genug da. Gut. Und was ist das da mit den vielen kleinen Blättern, Bibi? Das nicht, Marita. Das ist Samsa Talza, ein Hexkraut. Oh. Als sie fertig sind, fliegen Bibi und Marita schnell zurück zur Schule. Sie landen auf der Wiese neben dem Schulgebäude, die auch als Schulhof dient. Am Rand nahe der Mauer stehen bereits drei neu errichtete Hochbeete. Die beiden Freundinnen stellen ihre Pflänzchen und Kräutertöpfe nebeneinander vor eines der Beete. Das sind aber schöne Kräuter. Und so viele verschiedene. Wir haben uns echt Mühe gegeben beim Aussuchen. Oh, und wie die duften. Jetzt müssen wir sie nur noch einpflanzen. Ach, damit könnt ihr gleich anfangen. Florian und sein Bautrupp haben die Beete schon mit guter Pflanzenerde befüllt. Toll. Ich gebe dir die Kräuter und du pflanzt sie ein. Ja, gut. Aber nicht zu dicht
nebeneinander. Nein, nein. Schön übersichtlich. Aber nicht zu übersichtlich. Bibi, ich kann das schon. Also ich muss sagen, Bibi und Marita machen das sehr professionell. Und nachdem jedes Kraut seinen Platz gefunden hat, holt Marita eine Gießkanne mit Wasser, Bibi gibt eine Verschlusskappe vom Dünger Kräuterwunder hinein und dann gießen die beiden jedes Kraut an. Einfach vorbildlich. Auch die anderen Schüler sind nun mit ihren Hochbeeten fertig. Alle Beete sind wirklich sehr schön geworden. Also, dann Feierabend für heute. Und denkt bitte daran, morgen früh müssen wir noch unser Schulfest vorbereiten, ja? Aha. Sehr schön. Also dann bis morgen. Bis morgen. Irgendwie. Was hast du? Also ihr zwei könnt jetzt auch nach Hause gehen, Bibi, Marita. Ja, gleich. Ich hole nur noch eine Kanne Wasser. Ein paar Kräuter sehen noch etwas trocken aus. Sehr vorbildlich. Wieso willst du denn? Will ich ja gar nicht. Hä? Was willst du dann? Ich finde, unser Beet sieht wirklich sehr übersichtlich aus. Aber ich sollte das doch... Es liegt nicht am Einpflanzen, Marita. Die wenigen Kräuter sehen einfach traurig aus. Na ja, das muss doch alles erst anwachsen. Mit der Zeit wird das Beet dann dichter. Aber unser Schulfest ist doch schon morgen. Na und? Deswegen kann das Kräuterbeet auf keinen Fall so bleiben. Quatsch, wir feiern doch, dass wir alles neu angelegt haben. Aber es soll eine Verschönerung sein. Ich könnte dem Dünger einfach ein bisschen mehr Kraft hexen. Was? Aber du darfst doch in der Schule gar nicht hexen, Baby. Erstens sind wir nicht in der Schule, sondern draußen. Und zweitens hexe ich ja keine besseren Schulnoten oder sowas. Also ich weiß nicht. Unser Beet soll einfach nur toll aussehen. Ich probiere mal was. Ene mene Pflanzenpracht, Wirkung komme über Nacht. Hex, hex! Morgen ist alles sicher ganz buschig. Wenn du meinst. Also dann bis morgen. Bis morgen. Marita ist zu Recht skeptisch. Hexereien sind nicht nur in der Schule verboten, sondern bei allem, was mit Schule zu tun hat. Und natürlich hat ein Schulgarten auch mit Schule zu tun. Das sagt ja schon der Name. Und das weiß Bibi auch. Aber nun ist es geschehen und wir werden ja hören, was passiert. Nanu? Da scheint schon was zu passieren. Jetzt, wo es dunkel ist, schleicht jemand auf die Schulwiese, geradewegs zu Bibis und Maritas Kräuterbeet. Aber das ist ja der Herr Pichler. Ist es das? Nein. Oder das? Nein. Ah, da ist es. Sieht aus wie Zimtkraut, dann ist es auch Zimtkraut. Also dann, ein kleines bisschen davon wird niemand vermissen. So. Herr Pichler pflückt sich Zimtkraut aus Bibis und Maritas Schulbeet. Seltsam. Ach so, nein, gar nicht seltsam. Das ist natürlich für den Herrn Bürgermeister. Weil es auf dem Markt keins mehr gab und weil niemand vom Haarausfall erfahren soll, macht er es heimlich, still und leise in der Nacht. Und es ist wirklich so wenig, dass Bibi und Marita es am nächsten Morgen wohl nicht bemerken werden. Oder doch? Oh, Bibi, sieh dir das an. Das gibt's ja gar nicht. Es hat geklappt, Marita. Alle Kräuter sind total dicht und hochgewachsen. Hallöchen! Guten Morgen, Bibi und Marita. Guten Morgen! Ich wollte gerade mit Frau Kolumna... Hoppla! Also das ist ja... Sensationell! Diesen Kräuterurwald muss ich fotografieren. Oh, das Beet ist ja wirklich eine wahre Pracht. Wir sind auch ganz überrascht. Wie habt ihr das denn angestellt, Kinderchen? Bibi, ich habe einen Spezialdünger der Marktfrau vom Kräuterstand benutzt. Ach, also den brauchen meine Pflänzchen zu Hause auch. Und zwar dringend. Also ich muss jetzt noch einige Worte zur Eröffnung vorbereiten. Oh. Na, 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 na. Sie sind ja verschlafener als Ihre Schülerinnen, Riebenseelchen. Oh, ich habe ja auch heute Nacht vor Aufregung kein Auge zumachen können. Oh. Wie wäre es mit einem belebenden Tee? Aber ja, aus frischen Kräutern. Ein Aufwachtee?
Tee aus unserem neuen Schulgarten? Ach, sensationell! Das gibt eine Schlagzeile. Lehrerin von Schülerinnen erweckt. Also das fände ich ja wirklich... Oh, sensationell. Dann machen wir das doch. Wunderbar. Ich habe einen Wasserkocher im Lehrerzimmer. Den könnt ihr benutzen. Ich setze mich inzwischen ins Klassenzimmer. Ist gut. Und ich müsste jetzt noch ein paar Fotos von den anderen Verschönerungen an der Schule machen, bevor die Gästemeute kommt. Doch, dann begleiten Sie mich ins Gebäude, Frau Kolumna. Bis gleich, ihr Lieben. Bis gleich. Tschüsschen. Bibi und Marita machen sich sofort an die Kräuterernte für den Tee. Und weil alle Kräuter in der Nacht so gewachsen sind, bemerken sie gar nicht, dass etliche Zweige vom Zinnkraut fehlen, die Herr Pichler heimlich gepflückt hat. Ob er damit auch einen Tee aufbrüht? Hören wir doch einfach mal im Rathaus nach. Ah, der Herr Bürgermeister sitzt schon an seinem Schreibtisch. Guten Morgen, Bürgermeisterchef. Wo bleibt meine Haarkur, Pichler? Eile mit Weile. Ich habe gestern Nacht schon alles vorbereitet. Aha, in dieser Schüssel? Was ist da drin? Reines Zinnkraut, Bürgermeisterchef. Zerrieben und zu einer Tinktur angesetzt. Ah, sehr schön. Ich hoffe, es war ganz frisches Zinnkraut, Pichler. Aber ja, Bürgermeisterchef, handverlesen und von mir persönlich gepflückt. Sehr gut, sehr gut. Dann rauf mit dem Zeug. Wenn ich Ihnen vorher das Handtuch über die Schultern legen dürfte? Ja. Nun machen Sie schon. Zeit ist Haar. Jawohl, Bürgermeisterchef. Dort liegt übrigens schon die Post für Sie. Du liebe Zeit. Warum schreiben mir bloß immer alle? Weil Sie der Herr Bürgermeister sind, Bürgermeisterchef. Ja, schon. Aber das Lesen stört meinen Büroschlaf ungemein. So. Ich beginne jetzt mit der Behandlung. Na, endlich. Zu kalt. Oh, Entschuldigung. Ich hatte meine Hände nicht vorgewärmt. Soll ich... Nein. Massieren Sie weiter ein. Stoppen Sie den Haarausfall, Pichler. Ich tue, was ich kann, Bürgermeisterchef. Meine Güte, das sieht nur nach Bettelbriefen und Beschwerden aus. Da ist noch ein Brief von Frau Müller-Riebenseel. Von Frau Müller-Rieben? Riebenseel? Es geht sicher um den Projekttag an der Schule. Vielleicht eine Einladung. Einladung? Hoffentlich gibt's da ein Buffet. Ist alles in Ordnung, Bürgermeisterchef? Aber sicher, Pichler. Weitermachen. Nanu, was gibt es denn da zu kichern, wenn man einen Brief von Frau Müller-Riebenseel bekommt? Seltsam. In der Schule sitzt Bibis Lehrerin derweil allein im Klassenzimmer und macht sich Notizen für ihre Ansprache. Gerade kommen Bibi und Marita herein. Bibi trägt eine volle Teekanne und Marita eine grüne Tasse aus der Schulküche. Oh, da seid ihr ja. Wie gut euer Tee duftet. Ich hoffe, er wirkt auch so gut. Bitte sehr. Und ihr habt wirklich lauter belebende Kräuter genommen? Ja, Frau Müller-Riebenseel. Ich habe extra in einem Kräuterbuch nachgesehen. Danach sind sie wieder fit wie ein Turnschuh. Es reicht mir schon, wenn ich nicht mehr gehen muss. Das schmeckt gut. Und tut gut. Ja, ich merke schon... Wie... Oh! Was ist? Frau Müller-Riebenseel? Sie ist eingeschlafen, Marita. Von jetzt auf gleich. Auweia, Baby, wie geht das denn? Hey, hallo! Aufwachen! Schreck lass nach. Frau Müller-Riebenseel hat nur einen kleinen Schluck von dem Tee probiert, dann ihren Kopf auf das Lehrerpult gelegt und nun schläft sie tief und fest. Wie Dornröschen. Aber das hört ihr ja selbst.
Sollte das etwa der Tee gewesen sein? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Hallöchen! Frau Kolumna, Sie kommen wie gerufen. Huchelchen, was habt ihr denn mit eurer Lehrerin gemacht? Gar nichts. Sie hat einen Schluck vom Kräutertee genommen und ist sofort eingeschlafen. Aha, vielleicht Sekundenschlaf. Aber so lange? Du hast nicht zufällig nachgeholfen, Bibilein, mit Hexerei eventuell? Nein, hab ich nicht. Doch, Baby, hast du. Gestern, damit der Dünger stärker wird. Ach, hoppala. Deshalb diese üppige Kräuterpracht. Aber die Hexerei war doch nur für die Pflanzen. Das hat doch nichts mit... Oh, weia. Ja? Wenn da doch ein Hexkraut dabei war aus Tante Manias oder Mamis Garten, dann ist es dadurch vielleicht aktiviert worden. Und wenn das aus Versehen in den Teeaufguss geraten ist, dann... Kinderchen, das müssen wir sofort überprüfen. Los, zum Kräuterbeet. Momentchen. Könntest du deiner Lehrerin nicht ein Kuschelbett hexen? Och, die Ärmste liegt ja so unbequem hier. Gute Idee. Ene mene ganz adrett. Ribi liegt im Kuschelbett. Hex, Hex! Oh, wie schön. So gemütlich hatte es Dornröschen aber nicht. In der Tat. Und Dornröschen hat auch bestimmt nicht so laut geschnarcht. Während Frau Müller-Riebenseel nun also hexisch gut gebettet im Klassenzimmer weiterschnarcht, laufen Bibi, Marita und Frau Kolumna hinaus zum Kräuterbeet. Petersilie, Kamille, Poxhornklee... Das hohe hier ist das Zinnkraut, oder Bibi? Ja, genau. Und hier sind Salbei, Thymian und Rosmarin. Und was ist das, Kinderchen? Es hat nur zwei kleine Helmchen. Zeigen Sie mal. Oh weia. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Hexkraut. Oh nein. Und welches? Ich denke, nein. Oder vielleicht doch? Jetzt sag schon, Baby. Ach, es tut mir leid, ich kenne es nicht. Das ist schlecht. Und wer könnte es kennen? Na, auf jeden Fall Tante Mania. Und die weiß sicher auch, was mit Ribi passiert sein könnte. Am besten, wir fliegen gleich zu ihr. Na gut, dann passe ich inzwischen auf Dornröschen auf. Nicht, dass sie noch von eurer Klasse gefunden wird. In dem Zustand. Danke, Frau Kolumna. Komm, Marita. Bibi und Marita holen Kartoffelbrei und starten in Richtung Manias Hexenhaus. Carla Kolumna schließt inzwischen den Klassenraum ab und sorgt dafür, dass vorerst niemand etwas von der Sache mitbekommt. Sie weist die eintrudelnden Schülerinnen und Schüler an, das Schulfest vorzubereiten. So wie geplant werden Tische und Bänke aufgebaut, Lichterketten aufgehängt und. Unterdessen sind Bibi und Marita vor Manias Haus gelandet. Diesmal versteckt sich Marita allerdings nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn sie mich jetzt sieht. Ach Quatsch, das ist ein Notfall. Also gut. Tante Mania, ich bin's wieder, Bibi. Ich komme. Ja, was willst du? Oh, wer ist das denn? Die Junghexe kenne ich gar nicht. Marita ist meine beste Freundin aus der Neustädter Schule. Was? Sie ist also keine Hexe? Nein, aber wir brauchen dringend deine Hilfe, Tante Mania. Hallo, Frau Hexe Mania. Oh, du redest nur, wenn du gefragt wirst. Was ist los, Bibi? Diese zwei Halme hier, die haben wir in unser Schulbeet gepflanzt. Aha. Du solltest doch keine Hexkräuter mitnehmen. Es war ja auch ein Versehen. Und dann haben wir Tee gemacht. Und jetzt schläft unsere Lehrerin tief und fest. Das kann nicht sein. Außer... Ach ja. Und gehext habe ich auch noch. Ein bisschen. Aber nur mehr Kraft für den Dünger. So ein bisschen gehext. Diese zwei Halme sind Dornröschenkraut. Es wirkt erst nach einem Aktivierungshexspruch. Es gibt nur noch ein Kraut, bei dem das so funktioniert. Gackerkraut. Hast du das etwa auch in euren Schulgarten gepflanzt? Nein, ganz bestimmt nicht. Bist du dir sicher?
Es sieht genau aus wie Zinnkraut. Riecht aber nach faulem Obst, wenn man die Blätter zerreibt. Oh, Tante Manja, bitte jetzt keine Kräuterkunde. Unser Schulfest fängt gleich an. Was ist nun mit diesem Dornröschenkraut? Was hast du denn nun genau gehext? Ene mene Pflanzenpracht, Wirkung komme über Nacht. Tja, genau das ist der Aktivierungshexspruch. Ach so? Dadurch hast du nicht nur den Dünger verstärkt, sondern auch die Wirkung des Dornröschenkrauts aktiviert. Für uns Hexen ist das dann leicht beruhigend, wie Baldrian. Und für Nicht-Hexen? Als Teeaufguss? Ganz einfach. Eure Lehrerin wird für die nächsten 100 Jahre schlafen. Was? Aber kann man denn dagegen gar nichts tun? Doch. Es gibt einen Rückheckspruch. Ene mene kein Verdruss. Wirkung zeigt der Männerkuss. Super, danke. Stopp, Bibi. Das ist nicht alles. Eure Lehrerin muss zu diesem Hexspruch wachgeküsst werden. Wachgeküsst? Ja, von einem Mann. Von einem Mann? Genau, Dornröschenkraut eben, versteht ihr? Und der Mann muss derjenige sein, zu dem sie als letztes Kontakt gesucht hat. Aber wer kann das sein? Das müsst ihr schon selbst herausfinden. Du liebe Zeit. Na, in der Haut von Bibi und Marita möchte ich jetzt nicht stecken. Wie soll man denn dieses Rätsel lösen? Sie fliegen jedenfalls sofort zurück, aber nicht zur Schule, sondern direkt durchs offene Fenster hinein in Barbaras Hexenlabor. Bibis Mutter ist noch immer nicht zurück. Was willst du denn hier? Wir müssen Mamis Hexenkugel befragen. Ach, und die weiß, mit welchen Männern sich Ribi trifft? Wir werden sehen. Ene mene Vollkornmehl, zeig Frau Müller Riebenseel. Ene mene Friedenspakt, zu welchem Mann bestand Kontakt? Hex, Hex! Oh, da sitzt sie am Schreibtisch und schreibt. So richtig altmodisch, mit Füllfederhalter. Was schreibt sie denn da? Sehr geehrter Herr Bürgermeister. Nein! Der Bürgermeister muss Frau Müller-Riebenseel wachküssen. Oh, feier! So eine verrückte Geschichte habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Wie soll denn das bitteschön funktionieren? Der Bürgermeister muss Frau Müller-Riebenseel küssen? Also, das will ich sehen. Apropos, ich sehe mal nach, was der gerade so macht. Ah, Herr Pichler reibt immer noch seinen Kopf mit der Tinktur ein. Das reicht jetzt, Pichler. Geht es Ihnen wirklich gut, Bürgermeisterchef? Natürlich. Soll ich für das Schulfest zusagen? Aber ja. Warum denn nicht? Sehr wohl, Bürgermeisterchef. Ich freue mich schon auf Frau Müller-Riebenseel. Wollen wir nicht doch besser einen Arzt holen? Aber warum denn, Pichler? Also, der Herr Bürgermeister verhält sich schon seltsam im Moment. Warum kichert er denn über alles und jeden? Herr Pichler sieht richtig besorgt aus. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Bibi und Marita landen inzwischen vor dem Schuleingang und laufen ins Klassenzimmer. Wer da? Wir sind's! Ach, na endlich! Höchste Zeit, dass ihr kommt. Gibt es denn Hoffnung auf ein Erwachen? Ja, die gibt es. Frau Müller-Riebenseel muss nur mal eben wachgeküsst werden. Wie bitte? Oh, das ist ja sensationell. Sie ist also tatsächlich Dornröschen. Dornriebenseelchen. Sie werden es noch sensationeller finden, wenn Sie hören, von wem sie wachgeküsst werden muss. Also, ich kann das nicht machen. Ich muss fotografieren. Ich bin von der Presse. Nein, nicht von Ihnen, Frau Kolumna. Puh, Glück gehabt. Dann lasst mich jetzt nicht weiter in der Luft hängen, ihr zwei. Na los! Vom Herrn Bürgermeister! Hurchen, na, der wird sich freuen. Das wird eine Schlagzeile. Und das Foto erst. Einfach sensationell. Ich hex ihn mal her. Dazu müsste ich nur wissen, wo er gerade ist. Ja, wo
Wo soll er schon sein? In seinem Sessel natürlich. Mitten im Büroschlaf. Da haben Sie sicher recht, Frau Kolumna. Ich probier's mal. Ene mene Haferbrei, Bürgermeister schnell herbei. Ene mene Kessel, direkt aus dem Sessel. Hex, Hex! Hoppla! Wo bin ich denn hier? In der Schule, Bürgermeisterchen. So schnell? Das warst doch bestimmt du, Bibi Blocksberg. Ja, genau. Wir brauchen Sie nämlich dringend. Sie sind unser Märchenprinz. Ich bin was? Also nun besteht für den Herrn Bürgermeister wirklich ein Grund zum Kichern. Auch wenn ich genau wie Herr Pichler immer noch glaube, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Und Herr Pichler wird jetzt sicher sehr verwundert darüber sein, dass sein Bürgermeisterchef verschwunden ist. Bürgermeisterchef? Hallo? Sis, das gibt's doch nicht. Wie weggehext. Ah, das kann ja nur Bibi Blocksberg gewesen sein. Und die ist bestimmt gerade in der Schule, denn das Fest beginnt ja bald. Da werde ich doch mal nachsehen gehen. Tja, der Herr Pichler kennt eben seine Pappenheimer. Neustädter meine ich. Wenn sich sein Chef in Luft auflöst, weiß er sofort, das kann nur Bibi gewesen sein. Jetzt aber schnell zurück ins Klassenzimmer. Nicht, dass wir den Kuss noch verpassen. Warum schläft denn Frau Müller riebenselnd? Das ist eine lange Geschichte. Und sie ist auch gar nicht so lustig. Also mäßigen Sie mal Ihr Gekichere. Ich kichere doch gar nicht. Jedenfalls nicht mit Absicht. Das hört sich für die Presse aber anders an. Sie sind ein höchst albernes Stadtoberhaupt. Und wenn schon. Ich bin so albern wie... wie ich will, Frau Kolumna. Typisch. Na, Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Los, Bibi, sag schon, sonst wird das nie was. Herr Bürgermeister, Sie müssen sofort Frau Müller-Riebenseel wachküssen. Was? Sonst muss das Schulfest ausfallen. Und der Unterricht für die nächsten 100 Jahre. Wir haben es hier mit einem ernstzunehmenden Problem für ganz Neustadt zu tun. Sie sollen hier nicht kichern, sondern küssen. Schluss jetzt. Walten Sie Ihres Amtes. Und was kriege ich dafür? Also, von mir nichts. Aber von mir. Ich verhexe Sie nicht in ein Kaninchen. Das ist ein Argument. Also dann bringen wir es hinter uns. Achtung, Bibi. Ene mene viel Verdruss. Wirkung zeigt der Männerkuss. Hex, Hex. Das war doch falsch, Bibi. Es hätte kein Verdruss heißen müssen. Es hat aber trotzdem geklappt. Oh, Babylein. Geht es Ihnen gut, Frau Müller-Riebenseel? Meine Güte, was ist denn nun passiert? Der ständig kichernde Bürgermeister hat Frau Müller-Riebenseel wachgeküsst und nun kichert sie auch noch. Ist das etwa ansteckend? Schön, dass Sie es noch geschafft haben zu unserer... Aber das ist mir doch eine Ehre. Bibi und Marita, ich muss jetzt das Schulfest eröffnen. Kommt ihr dann nach? Ja, gleich. Darf ich Sie nach draußen führen? Frau Müller-Riebenseel? Aber selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Wie nett, dass Sie es einrichten konnten. Verzeihung. Herr Pichler. Herr Pichlein. Frau Müller-Riebenseel hat es jetzt auch bekommen, dieses Gekichere? Wahrscheinlich von Ihrem Bürgermeisterchef. Wann hat er denn damit angefangen, Pichlein? Also, eigentlich darf ich ja nichts verraten. Doch, Pichlein. Sie dürfen der Presse immer alles verraten. Als Whistleblower. Als was?
als Spatz, der es von den Dächern pfeift, sozusagen. Ja, also wenn Sie meinen, der Herr Bürgermeister, also es ist doch wegen seines Haarausfalls. Was für ein Haarausfall? Na, und wegen des Zinnkrauts. Zinnkraut? Aber eigentlich wohl eher wegen beidem. Schön raus damit, Pichelein. Und bitte so, dass wir es verstehen. Und da erzählt Herr Pichler alles. Vom Bürgermeisterhaar auf der Schulter, dem Zinnkraut, das er besorgen sollte, und dem ergebnislosen Besuch auf dem Markt. Er gesteht, dass er nachts heimlich im Schulgarten war, um das Kraut zu pflücken, da er Bibi und Marita ja nicht darum bitten konnte, weil ihm der Herr Bürgermeister strengstens untersagt hatte, über seinen Haarausfall zu sprechen. Ihr müsst mir glauben, ich bin kein Dieb. Aber das sagt ja auch keiner, Herr Pichler. Ach, Befehl vom Bürgermeisterchef. Da sind Sie fein raus, Pichelein. Na jedenfalls, seit ich den Herrn Bürgermeister mit der Zinnkrauttinktur eingerieben habe, kichert er an einem Stück. Vom Zinnkraut? Das kann nicht sein. Zinnkraut ist wirklich gut für die Haare. Und was ist, wenn es gar kein Zinnkraut war, Bibi? Aber wieso das denn? Deine Hexenlehrerin Mania, sie hat doch da was erzählt von einem Gackerkraut. Genau. Und sie hat gesagt, dass Gackerkraut so ähnlich aussieht wie Zinnkraut. Herr Pichler, zeigen Sie doch mal, was Sie sich da gepflückt haben. Ja, aber natürlich. Schnell laufen Bibi und Herr Pichler hinaus zum Kräuterbeet. Marita und Carla folgen ihnen. Von diesem Kraut habe ich mir was genommen. Das ist doch Zinnkraut, oder nicht? Es ist auf jeden Fall aus Tante Manias Garten. Bibi, zerreib mal eines der Blätter. Deine Hexenlehrerin hat gesagt, es riecht dann nach faulem Obst. Das hast du dir gut gemerkt. Und? Was sagt dein Hexennäschen, Bibilein? Es ist Gackerkraut. Der ganze Busch. Riechen Sie selbst. Pfui, Spinne. Faules Obst, eindeutig. So riecht es immer aus unserer Biotonne. Die Presse fasst zusammen. Unser Bürgermeister hat also statt Zinnkraut Gackerkraut-Tinktur auf dem Köpfchen. Und deswegen kichert er unablässig? Ja, weil auch das Gackerkraut durch meinen Düngerspruch aktiviert worden ist. Aber warum hat es auch noch Ribi erwischt? Ich vermute, weil ich mich vorhin beim Kuss verhext habe. Ja, ein Wort im Hexspruch war anders. Also diese ganze Hexerei ist ja unendlich kompliziert, Bibilein. Wem sagen Sie das? Ich vermute, weil der Spruch nur ein bisschen falsch war, wurde Ribi zwar wach, aber gleichzeitig wurde die Wirkung des Gackerkrauts auf sie übertragen. Sensationell! Wie erkläre ich das nur meinen Lesern? Ganz einfach und verständlich. Am besten gar nicht. Aber Sie werden alle wissen wollen, warum eure Lehrerin bei ihrer Rede so gegackert hat. Das stimmt. Und warum der Herr Bürgermeister beim Zuhören so gegackert hat. Du musst das schnell rückgängig hexen, Bibi. Ich weiß aber nicht wie. Das hat Tante Mania mir nicht gesagt. Frau Müller-Riebenseel, keine Sorge. So eine Rede ist halb so schlimm. Oh, weia. Arme Bibi, das ist ja das reinste Hexchaos. Und das Schulfest soll gleich losgehen. Dann hält Frau Müller-Riebenseel ihre Rede. Möchte mal wissen, was Bibi jetzt machen will. Ach, ich sehe schon, sie hebt ihre Arme. Das ist doch ihre Position zum Hexen. Ene mene graue Maus, im Labor das Feuer aus. Ene mene grünes Meer, Mania kommt sofort hierher. Hex, Hex! Huch, wo bin ich? In Neustadt, Tante Mania. Ach, Bibi, das macht man aber nicht. Leute ungefragt durch die Gegend hexen. Außerdem steht mein Hexenkessel auf dem Feuer. Das habe ich ausgehext. Bitte, Tante Mania, ich brauche deine Hilfe. Och, es ist alles so schrecklich. Hallo, Frau Hexe. Bibi in Blocksberg, in der Schule wird nicht gehext. Meine Güte, was ist denn hier los? Ach, ich verstehe schon.
Es war doch Gackerkraut in eurem Schulgarten. Stimmt's, Bibi? Ja. Und beim Rückhexspruch gegen den Dornröschenkrautschlaf habe ich mich dann auch noch verhext. Du meine Güte. Also gut, ich denke, hier muss jetzt mal Tabula Rasa gemacht werden. Warte, ich helfe dir. Danke. Und dann hext Manja die Wirkung sämtlicher aktivierter Hexkräuter außer Kraft. Außerdem die Folgen von Bibis verpatztem Hexspruch weg und zu guter Letzt auch noch alle Hexkräuter aus dem Beet des Schulgartens dahin zurück, wo sie hingehören. Endlich kann Frau Müller-Riebenseel ohne Gackerei ihre Rede halten und das Schulfest eröffnen. Nanu, was haben denn Bibi und ihre Hexenlehrerin Manja da noch am Rande des Fests zu tuscheln? Weißt du, was es für dich in der nächsten Zeit nach der Hexenschule geben wird, Bibi? Nein, Tante Manja. Kräuterkunde-Nachhilfe und extra Hexsprüche pauken. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, du hast ja recht. Die Sache ist mir sowieso super peinlich. Ja, das ist oft schlimmer als die Strafe selbst. Aber weißt du was? Nein. Mir gefällt's nicht, dass zwei unserer hexischen Kräutergeheimnisse jetzt groß und breit in der Zeitung stehen werden. Ich könnte Frau Kolumna fragen, ob sie ihren sensationellen Artikel etwas kürzt. Ach, da weiß ich was Besseres. Wie wäre es, wenn einfach alle alles vergessen würden? Du meinst, die Sache mit den Hexkräutern? Das Gegacker? Den Dornröschenschlaf? Meine vielen Chaoshexereien? Also praktisch alles, was mir peinlich ist? Ganz genau. Och, das wäre einfach super, Tante Manja. Na, dann machen wir es doch. Ach, geht das denn so einfach? Na ja, mit einer Prise Amnesiapulver, der Kraft zweier Hexen und natürlich mit dem richtigen Hexspruch. Und dieses Pulver hast du ganz zufällig dabei? Ganz zufällig, ja. Und den Hexspruch müsstest du mir einfach nachsprechen. Ach, du bist die allerbeste und allerliebste Hexenlehrerin, die man sich wünschen kann. Ich weiß. Also dann, ene mene Weitersprung, weg mit der Erinnerung. Ene mene Weitersprung, weg mit der Erinnerung. Gackern, Schlafen, Kräuterkunde, Hexerei und Bibis Taten. Niemand wird etwas verraten. Gackern, Schlafen, Kräuterkunde, Hexerei und Bibis Taten. Niemand wird etwas verraten. Ene mene sonnenklar. Niemand weiß mehr, dass es war. Ene mene sonnenklar. Niemand weiß mehr, dass es war. Hex, Hex! Erledigt. Ach, danke, Tante Manja. Damit hext sich Bibis Hexenlehrerin flugs wieder nach Hause und das Schulfest nimmt seinen ganz normalen Verlauf. Alle Eltern sind gekommen, auch Bernhard und Barbara. Und alle bewundern die Verschönerungen an der Schule, ganz besonders den neuen Schulgarten. Das Kräuterhochbeet haben Bibi und ich bepflanzt. Also das ist ja herzallerliebst. Warum bin ich eigentlich hier, Peter? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil Sie der Herr Bürgermeister sind. Ach so, ja, genau. Und wo ist eigentlich das Buffet? Hier entlang, Herr Bürgermeister. Ach, ich freue mich so, dass Sie kommen konnten. Aber selbstverständlich. Das Fest war sicher meine Idee. Nicht ganz. Aber Sie haben etwas aus der Stadtkasse dazu gegeben. Da gehen Sie hin wie Prinz und Prinzessin. Wie meinst du das, Bibi? Ach, schon gut, Marita. Ach, sensationell, ihr Lieben. Euer Projekttag und das Fest sind ja ein voller Erfolg. Und euer Gärtchen ist eine Perle. Ein Foto, bitte. Aber gerne. Stellst du dich neben mich, Marita? Ja, klar. Und lächeln. Zeigen Sie mal, wie es aussieht. Moment, ich muss den Speicher aufrufen. Kuchenchen. Was ist denn los, Rock?
Kolumna. Ach, was für ein verrückten Schnaps, was ich hier habe. Ja, seht doch mal. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der Bürgermeister küsst Frau Müller-Riebensee? Ups. Wollen wir vielleicht alle mal zum Buffet gehen? Bibilein, lenk nicht ab. Das hat doch nicht vielleicht mit Hexerei zu tun. Vielleicht. Tja, zum Glück fragt Frau Kolumna nicht weiter nach und alle genießen einfach das Schulfest und das Buffet. Und ich werde mich jetzt auch mal dahin begeben, habe einen ziemlichen Kohldampf. Also dann, das war's, ihr Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.